Hallo zusammen. Die Welt ist voller Güte, man muss nur wissen, wo man hinschauen soll. Seid ihr bereit, euch davon anhand der nachfolgend rührenden Geschichten aus dem Leben überzeugen zu lassen? Dieser Mann zum Beispiel nimmt seit Jahren zusammen mit seiner Mutter am Marathonrennen teil, die im Rollstuhl sitzt. Der ausgelassene Tanz, den die gesamte Operationscrew zusammen mit dem kleinen Jameson auf diesen Bildern hinlegt, sollte den Jungen von den düsteren Gedanken an den bevorstehenden chirurgischen Eingriff ablenken. Wir haben zwar gehört, dass manche Chirurgen große Musikfreunde sind, aber wir hätten nie gedacht, dass es in einem OP-Saal so wild zugehen könnte. Schaut euch den Schulbus an. Er bringt jeden Tag auf demselben Weg Kinder zur Schule. Und diese Oma geht tagtäglich vor die Tür und findet das gleiche Bild vor. Klingt total langweilig, oder? Das wäre es auch, wenn es nicht ein Aber gäbe. Guckt mal, wie die Schulkinder ihre alte Nachbarin zurückgrüßen. Das ist Mr. Joe. Er ist Hausmeister an einer Highschool und bei den Studenten sehr beliebt. Eines Tages fiel den Jungs auf, dass er seinen Weg zur Arbeit zu Fuß zurücklegte. Da beschlossen sie, ihrem älteren Freund ein Geschenk zu machen. Und die Art und Weise, wie sie es anstellten, dürfte jedes Herz zum Schmelzen bringen. See if he can guess what it is. Nothing in there. You feel anything? No. Keep looking, Mr. Still Joe. Don't feel anything. What are you guys doing? You don't feel anything, Mr. Joe? I don't feel anything. Are you sure? Yeah. You're positive? Yes, I am. Check again. Uh-oh. There's something in here. What does it feel like? It feels like a key, a fob, or something like that. Yeah. Are you ready to know what it is? I sure am. All right, Mr. Joe, we appreciate all your hard work. Us students came together and we got you a little something. We know you've been walking to school for the past 4 years. Every day. We're graduating this year and we just wanted to show you our appreciation so you never have to walk again, Mr. Thank Joe. Thank you very much. Go ahead and look. Oh my God, what is that? That's your car, Mr. Joe. Come on, Mr. Joe. No. Check out your new Mr. Joe. This is yours. Go in there. Check it out. Sure. All yours, Mr. Joe. You never have to walk again. I can't believe this, guys. The school did this? The kids did this? Who did this? It was us. We came together. We put together some money. All the kids did because all the kids love you. So. I can't wait to see my wife. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einem malerischen See mit dem Boot unterwegs und seht plötzlich einen Hirsch vorbeischwimmen. Was würdet ihr tun? Go, 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 get, jump, go! Grab it! Get its leg! I don't know what... Der Mann ist dem Wildtier ohne langes Überlegen zur Hilfe geeilt und hat es aus dem Wasser ins Boot gebracht. In den Kommentaren wurde allerdings darauf hingewiesen, dass Hirsche bessere Schwimmer als Menschen seien. Aber es ist trotzdem immer besser, auf Nummer sicher zu gehen, zumal es sich in dem Fall um ein Hirschbaby handelte. Es heißt, Kinder können sehr grausam sein. Das mag auf manche zutreffen, aber liegt das Problem möglicherweise gar nicht bei ihnen, sondern bei ihren Eltern? Denn wenn die Erziehung stimmt, vollbringen Kinder gerne gute Taten.
Diese Jungs und Mädchen haben monatelang ihr Taschengeld aufgespart, um es an einen ihrer Klassenkameraden zu spenden, der an Leukämie leidet. Damit sollte wenigstens ein Teil seiner Behandlungskosten abgedeckt werden. Die alte Dame war schon der Verzweiflung nahe, als sie eine geschlagene Stunde lang am Zebrastreifen stand und vergeblich auf die Gelegenheit wartete, die Straße zu überqueren. Die Verkehrsteilnehmer haben sie einfach ignoriert. Zum Glück kam ein Radfahrer vorbei und bot der betagten Fußgängerin ein sicheres Geleit über die Straße. Er hat die Autos mit ausgestreckter Hand zum Anhalten aufgefordert und so konnte sie heil auf die andere Straßenseite gelangen. Der alte Herr in diesem Video ist 97 und gilt als der älteste Profi-Tennisspieler der Welt. Aber das ist noch nicht alles. Der Mann auf der anderen Hälfte des Platzes mit dem orangenen T-Shirt ist niemand geringer als der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal, gegen den zu spielen der Opa schon immer geträumt hat. Als der Spanier davon erfuhr, lud er ihn ohne zu zögern zu einer Partie in seine eigene Tennisakademie ein, um ihm seinen Traum zu erfüllen. Auch wenn man in Deutschland den Anblick herrenloser Hunde kaum kennt, gehören obdachlose Tiere bis heute in vielen Ländern zum Straßenbild. Und leider werden sie dort nicht immer so gut behandelt wie von diesem Mann. In der ersten Reihe eines Fußballstadions sitzen meistens die eingefleischtesten Fans eines Vereins oder einer Nationalmannschaft. Dazu gehört auch der Bursche im Rollstuhl, den das eben geschossene Tor ganz sicher für immer in Erinnerung bleibt. Der Mann hat zwar kein Dach über dem Kopf und kommt nur mit Mühe und Not über die Runden, dafür hat er ein großes Herz und kann an keinem herrenlosen Vierbeiner vorbeigehen, ohne ihn zu füttern. Wenn es für euch gar nicht in Frage käme, an einem freien Tag aus eigenem Willen zur Arbeit zu kommen, dann dürfte euch diese Geschichte ziemlich überraschen. Dürfen wir vorstellen, das ist Brooke. Sie arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus und ist eine leidenschaftliche Hobbyfriseurin. Eines Tages kam ihr die Idee, ihre Haareschneidedienste ihren Patientinnen anzubieten. Seitdem kümmert sie sich jedes Wochenende um ihre Haare. Und die älteren Damen sind sehr froh, diese Möglichkeiten zu haben. Glaubt ihr, das wäre eine Szene aus einer Liebeskomödie? Von wegen. Der Bursche trägt eine ältere Dame über eine Pfütze, damit sie sich die Füße nicht nass macht. Respekt. Красавчик, братан, дай печенье. Да нет. Девушка, я тоже могу вас поднять. Dieser Junge heißt Timofey und leidet von der Geburt an einer schweren Krankheit. Doch wie viele andere Jungs in diesem Alter träumt er davon, Polizist zu werden. Da seine Eltern es schon längst wussten, beschlossen sie ihm, an seinem Geburtstag eine besondere Freude zu machen. Sie fragten beim örtlichen Polizeirevier nach, ob ein paar Beamte zu Timofeys Geburtstagsfeier kommen könnten. Netterweise sind die Ordnungshüter der Einladung gefolgt. Und so kam es, dass der Bursche für einen Tag in die Rolle eines Polizisten schlüpfen durfte. Das hier ist eine ähnliche Geschichte. Diesmal aber nicht aus Russland, sondern aus Amerika. Das sind Beamte einer Polizeistation im US-Bundesstaat Michigan. Sie kamen zum Geburtstag ihres kleinen Freunds und Fans Zacky. Und zwar nicht nur mit leeren Händen, sondern sie haben ihm einen coolen ferngesteuerten Streifenwagen, auf dem sogar der Name des Buben steht, mitgebracht. Selbstverständlich war der Kleine vor Begeisterung völlig aus dem Häuschen. Dieser Opa dachte zunächst, man würde ihn in einen neuen Park für Kriegsveteranen führen. Can I open my eyes? Yep. Oh my goodness, man. Wie groß war sein Erstaunen, als er einen nagelneuen Elektrorollstuhl vor sich sah, von dem er nie zu träumen gewagt hätte.
I can't believe it, Amanda. This is mine. This is all yours. Oh my goodness. Es waren seine lieben Nachbarn, die für dieses Geschenk zusammengelegt haben, um dem alten Mann, der seinerzeit für ihr Land gekämpft hat, eine Freude zu machen. All right. Oh, this is so cool. Als die alte Dame ihren Platz im Flugzeug einnahm, fiel ihr ein junger Mann auf, der enorme Probleme zu haben schien, seine langen Beine unter dem Sitz vor sich auszustrecken. Ohne zu zögern stand sie auf und bot ihm an, die Plätze zu tauschen, da sie am Notausgang saß. Der Bursche war über die nette Geste natürlich außer sich vor Freude. Kein Wunder bei seiner Körpergröße. Ein kleiner Junge fühlte sich eines Nachmittags im Schulbus gelangweilt und ihm fiel nichts Besseres ein, als eine Münze zu verschlucken. Disclaimer, bitte tut sowas niemals. Als die Schulbusfahrerin Ginger Maxwell das Kind röcheln und nach Luft ringen hörte, fuhr sie sofort rechts ran, griff dem Fünfjährigen von hinten und wendete den Heimlichgriff bei ihm an. So hustete er das Geldstück wieder aus, das seine Atemwege versperrt hat. Eine echte Heldin. Wir schlagen euch vor, mal das folgende soziale Experiment durchzuführen. Geht auf die Straße und macht möglichst vielen Passanten Komplimente. Glaubt uns, die Reaktion der Leute würden viel positiver ausfallen, als ihr denkt. I wish my hair looked as good as yours. You're just the cutest little pebble. You look so pretty. Oh, thank you so much. Yes, I just love that green on you. I thought you needed to know. Thank you so much. It goes so well with your hair. I love the color combination. You're so summery. You look so pretty. I just wanted to let you know you're so gorgeous. No, you're so beautiful. An jeder Schule gibt es einen Jungen oder ein Mädchen, das zum Mittag immer alleine in der Kantine ist. Es liegt meistens daran, dass die Person scheu ist und von niemandem darauf angesprochen wird, ob sie Gesellschaft brauche. Stellt euch mal vor, der Mann stand einen halben Tag knietief im Wasser, nur um den Autofahrern dabei zu helfen, einen Unfall zu vermeiden. Man könnte denken, der Obdachlose, der übrigens George heißt, und der Macher dieses Clips wären alte Freunde, oder? Dabei haben sie sich erst vor ein paar Stunden kennengelernt, als Justin ganz spontan auf ihn zukam und ihn in eine Pizzeria einlud. Habt ihr jemals einen glücklicheren Menschen gesehen? So he said the only time he's ever really had something like this was in jail, but it wasn't like this. It was the idea. Look at that! Dieser Fitnesstrainer hat an dem Tag auf der Arbeit Hunger bekommen und sich ein Brathähnchen übers Internet bestellt. Er war so froh, dass sein Essen schnell und warm geliefert wurde, dass er dem Kurier eine gratis Trainingsstunde angeboten und ihm darüber hinaus ein T-Shirt aus seiner eigenen Garderobe geschenkt hat. Respekt, Bro. New York ist bekanntlich eine der größten Metropolen der Welt, wo ein wahnsinnig schneller Lebensrhythmus herrscht und praktisch jeder es furchtbar eilig hat. So zumindest der Stereotyp. Aber die Fahrgäste der Subway haben sich dann noch Zeit genommen, um diesem Rollstuhlfahrer zu helfen. Der Bote hat bestimmt höchstens mit $10 Trinkgeld gerechnet, als der Uploader dieses Clips zu ihm meinte, dass er nur einen größeren Schein im Geldbeutel habe. Doch stattdessen bekam er ein 500er zugesteckt. Seine Reaktion ist einfach unbezahlbar. If we tip in cash? No, that's fine. I got 500 bucks. Do you think that's enough? Are you serious? Yeah. Does that work? Is that enough? Yeah, it's more than enough. Oh god, like... I don't even know what to say to you guys. It's like, just thank you. Und diese Frau hatte an einem Thanksgiving Day noch mehr Glück. Man gab ihr sage und schreibe $1,000 Trinkgeld, damit sie das Fest richtig genießen konnte. This isn't from me. This is from 1,000 people that have given, so you can have $1,000 tip today. Es stellt sich heraus, dass eine ganze Nachbarschaft zusammengelegt hat, um die Summe aufzutreiben. 1,000 Personen haben je $1 gespendet, um damit am 4. Donnerstag des Novembers einen Kurier zu beglücken. Selbstverständlich konnte die Frau ihr Glück kaum fassen. 1,000. There you go. So much. Of course. I'm going Black Friday for my grandparents. Good.
Die Kleine hat keinerlei Angst vor den Militärfahrzeugen. Sie sorgt sich vielmehr darum, ob die Soldaten genug Vitamin C bekommen. Deshalb steht sie am Straßenrand und verteilt Orangen an sie. Könnt ihr euch vorstellen, was ein Leichtathlet fühlen muss, der mitten in einem Rennen, auf das er sich monatelang vorbereitet hat, feststellt, dass sein Körper nicht mehr mitmacht? Das muss pure Verzweiflung sein. Genau so ging es diesem Teilnehmer des Londoner Marathons. Doch ihm kamen seine Kollegen zu Hilfe, denen ihr eigenes Ergebnis in dem Augenblick nicht mehr wichtig wurde. Denn solche Momente sind viel mehr wert als eigene Rekorde. I'd like to pay for your groceries, is that okay? Why? I just wanted to do a good deed for you. Why? Why not? Your groceries are on me today, okay? Yeah. Diesen Kerl hat niemand dazu gezwungen. Ihm ging es bloß darum, diese Welt ein wenig besser zu machen. I also have something else for you. Wisst ihr, warum unsere Pakete manchmal so lange brauchen? Weil nicht jeder Postbote, dessen Lieferwagen im Schnee festsitzt, das Glück hat, einen solchen hilfsbereiten Menschen wie diesem Mann zu begegnen. Wenn wir tiefer in die Archive der SCP Foundation eindringen, werden wir auf Protokolle stoßen, die noch niemand gesehen hat. Es sind Geschichten von Menschen, die das Pech hatten, den anormalsten SCP-Objekten zu begegnen. Unheimliche Kreaturen und furchtbare Orte. Nur wenige blieben am Leben, um die Geschichten zu erzählen. Aber diese Chroniken werden uns zeigen, was wir über die Objekte definitiv noch nicht wussten.